Welcome, ladies and gentlemen. I will start very briefly in English language. The presentation you're going to see here, Smart Cashflow AI or Artificial Intelligence Powered Business Banking, is going to be a presentation in German. However, whatever you will see here today in German and here in German, you will receive afterwards in English language via EFCOM. So this is so far my part in English language, and now I will switch into German. Also, guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu Smart Cashflow AI Powered Business Banking. Mein Name ist Frederik Guabian Borgmeier. Ich bin Geschäftsführer von Fintech Deutschland. Ich, für die von Ihnen, die mich bereits kennen aus der Vergangenheit, wir arbeiten ja schon seit 7 Jahren zusammen mit EFCOM, und Sie werden wahrscheinlich die ein oder andere Präsentation gesehen haben aus dem Bereich künstlicher Intelligenz, aus unseren Produkten Factoring Expert Matching, eine Applikation, die ja auch bereits in EF3 integriert ist. Und dann vielleicht auch die eine oder andere Präsentation von unserer Seite, was Blockchain, insbesondere Factoring-Blockchain-Applikation ist. Da hatten wir in den vergangenen Jahren Ihnen ja auch unsere Antwort zu Missbrauch-Eindämmung mit Hilfe von Blockchain-Technologie gezeigt. Dieses Produkt wird gerade in Portugal getestet und hoffentlich dann auch eingeführt. Und wenn es dort erfolgreich eingeführt ist, wollen wir dann auch weiter nach Spanien und Deutschland kommen. Aber heute werde ich Sie mit einem neuen Produkt von unserer Seite beglücken, das Thema Smart Cashflow. Hoffe, dass es genau so, wie es uns auch gefällt und auch beeindruckt hat, auch Sie beeindrucken wird. Als Hintergrund einfach ein paar Sätze aus der Europäischen Kommission. Europas 25 Millionen klein- und mittelständische Unternehmen, also KMUs, repräsentieren 99% aller EU-Unternehmen. 99. Also das ist schon allerhand. Beschäftigen 2 von 3 Mitarbeitern in der EU, schaffen 85% aller neuen Jobs und erzeugen 60% der EU-Wertschöpfung. Das muss man sich erst mal 2 oder 3 Mal vorsagen, um einfach die Bedeutung von kleinen und mittelständischen Unternehmen hier noch mal hervorzuheben und sich danach auch fragen, tun wir denn genug für KMUs in Europa, in Deutschland? Die Antwort von der Europäischen Kommission ist, dass sie maßgeschneiderte Unterstützung für Wachstum und Innovation als unerlässlich sieht. In allen Entwicklungsstadien haben kleine Unternehmen mehr als große Unternehmen Schwierigkeiten, Finanzmittel zu erhalten. Das sieht man ja jetzt in der Covid-Zeit ja noch viel, viel mehr. Während große Unternehmen stark unterstützt werden, werden kleine bis sehr kleine Unternehmen so gut wie kaum unterstützt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben also, sind sowohl Kleinunternehmen, Startups, aber auch Scale-Ups, wie man sie auch nennt, auf externe Finanzmittel für Innovation, Digitalisierung, Internationalisierung und Qualifizierung angewiesen. So, das ist für uns jetzt ein wenig der Hintergrund, weshalb wir eben mit Smart Cashflow glauben und auch im Bereich Factoring mit Smart Cashflow eine gewisse Antwort geben zu können. Was sind für uns die relevanten Trends in der Finanzindustrie? Auf der einen Seite haben wir oder sehen wir den Fokus auf neue Kundensegmente, Millennials, ich nenne hier auch KMUs, und deren Präferenzen in der Nutzung von Dingen, weniger in dem Besitz. Ganz wichtiges Element. Ich sehe das immer wieder in einer meiner Vorlesungen, wenn ich meine Studenten frage, was sie sich denn so angeschafft haben. Und das differiert natürlich unglaublich, wenn man so 20 oder 30 Jahre zurückgeht. Offene Schnittstellen, APIs, Application Interfaces, wenn denn der Datenschutz oder wenn die Datenschutzthemen denn gelöst sind, auch ein relevanter Trend. Crowd-Sharing,
und zwar von Risiken, aber auch von Belohnungen und Erträgen, die sich aus bestimmten Transaktionen ergeben können. Also Risiko teilen, aber auch dann natürlich die Erträge teilen. M2M, das heißt Machine-to-Machine-Transaktionen, wenn wir heute zwischen Menschen Transaktionen erleben oder Unternehmen, so wird dieses natürlich um ein Vielfaches steigen, wenn wir das sogenannte Internet of Things am Laufen haben und dann Maschinen mit Maschinen untereinander Transaktionen unternehmen werden. Also das wird noch dem Ganzen einen extrem hohen Boost geben in der Zukunft. Und da ist natürlich auch die Finanzindustrie mit involviert. Technologie letztendlich. Cloud ist mittlerweile auch allen bekannt. Big Data ist jedem bekannt. Aber auch Little, Mobile Data in dem Fall, von hoher Relevanz. UX, also User Experience, ein ganz großes Wort, in aller Munde in der Entwicklung von neuen Instrumenten zur Kommunikation und der Nutzung von neuen Tools. AI oder künstliche Intelligenz, ML oder Machine Learning, PaaS oder für die, die es nicht kennen, Platform as a Service, ein ganz großes Thema, an dem wir auch arbeiten, auch im Umfeld von Factoring. Blockchain hatte ich ja vorhin ganz kurz erwähnt, indem wir ja auch ein Produkt haben zur Missbrauchbekämpfung. Krypto nenne ich hier jetzt nochmal, weil es immer mehr auch in den Fintech-Bereichen kommt, wie ich gleich zeigen werde. Naja, und dann eben in den Banking-Produkten Anytime und Anywhere. Das ist das, was Kunden, ob Individuen, aber auch gewerbliche Kunden immer mehr und mehr möchten. Also jederzeit Transaktionen jeder Art machen zu können. Interessant war es, was ich vor ein paar Wochen in Frankfurt am Main erlebt habe und für die von Ihnen, die vielleicht auch hier waren und vielleicht auch an dem German Fintech Award 2020 teilgenommen haben, der ja eigentlich im Mai hätte stattfinden sollen, hat dann im September stattgefunden. Ich war dabei und habe auch einen kleinen Post auf LinkedIn gemacht zu den Ergebnissen, wer was gewonnen hat und warum. Ich gebe es hier nochmal wieder für diejenigen, die es nicht gesehen haben. In der Kategorie Startup zum Beispiel hat die Firma Tangany aus München den Preis mitgenommen. Da geht es um Blockchain und als Thema, der Blockchain ist natürlich hier nur die Technologie, aber was haben Sie denn damit gemacht? Nämlich Custodian of Digital Assets, also Depotbank für digitale Vermögenswerte. In der Kategorie Early, also nicht mehr ganz ein Start-up, die Firma Mios aus Berlin. Und hier geht es um Asset Backlending. Also da kommen wir unserem Thema schon wesentlich näher. Dieses Unternehmen hat 30 Mitarbeiter und 40 Millionen in Finanzierung. Also auch ein spannendes Unternehmen, das man sich angucken sollte. Können Sie ja dann auch im Nachgang nochmal selber machen. In der Kategorie Later Stage, also schon weiter in der Entwicklung als Unternehmen, das Unternehmen Penta aus Berlin auch. Hier geht es um KMUs, nämlich kleine und mittelständische Unternehmen, die besseren Zugang zu Banking haben möchten und haben mittlerweile 20.000 Kunden mit ihren Konzepten dazu gewonnen. Und in der Kategorie Growth, also schon ein größeres Unternehmen mit einer 500 Millionen Bewertung, vielleicht sehen wir hier das nächste Unicorn und einer der wenigen deutschen Unicorns, die Firma Raisin aus Berlin mit Savings und Investments, mit bereits 300 Mitarbeitern und mit hohen Wachstumszahlen, auch jetzt während der Covid-Zeit. In der Kategorie ausländischer Neuling in Deutschland, neues Unternehmen also aus dem Ausland, in dem Fall aus Frankreich, aus Paris, das Unternehmen Konto, eine Neobank für KMUs, also haben wir das nochmal das Thema, Bank KMUs, die mittlerweile nicht nur 20.000, sondern 75.000 Kunden dazu gewonnen haben. Also auch hier das Thema KMU, ein ganz großes Thema. Dann haben wir hier das Thema InsurTech.
in der Kategorie InsurTech. Entschuldigung, irgendwas ist jetzt passiert. Die Firma GetSafe aus Heidelberg. Kann man das noch sehen? Ich hoffe, ja. Und in der Kategorie Blockchain, ich habe nämlich hier auf dem Bildschirm was, was mich stört. So, jetzt müsste es wieder zurück sein. Also die ganze Zeit was auf dem Bildschirm, was mich davon abhielt, hier weiterzumachen. In der Kategorie Blockchain haben wir das Thema, das Unternehmen Cashlink. Ich sehe, dass da ist noch ein Zeit. So, jetzt sind wir wieder da. Das Unternehmen Cashlink aus Frankfurt mit Emission und Management von digitalen Wertpapieren auf einer sogenannten Token-Infrastruktur. Wenn man hier nochmal auf den Punkt 5 zurückguckt, den ich auf der linken Seite habe, da geht es ja auch, hatte ich ja auch noch angegeben als Technologie, das Thema Krypto. Und Krypto und Token ist natürlich, geht ineinander über. Und hier hat eben das Unternehmen Cashlink aus Frankfurt die Emission und Management von digitalen Wertpapieren auf einer Token-Infrastruktur gemacht, was natürlich hier die Innovation auch ist. So. Weiter. Wir haben mit unserer Applikation, wollen wir ein Problem lösen, nämlich welches ist, dass KMUs fehlen, geeignete Instrumente zur Vorhersage des Cashflows. Viele kleine Unternehmen in Deutschland gibt es ja insgesamt über 4 Millionen Unternehmen, von denen natürlich auch die meisten KMUs sind. Und für diejenigen, die in einem KMU arbeiten, kennen Sie das natürlich auch, dass man eben in diesem Umfeld geeignete Instrumente zur Vorhersage vom Cashflow vermissen. Und dann kann es durchaus passieren und gerade jetzt in dieser Zeit noch viel, viel mehr bei unvorhersehbaren Ereignissen und wenn diese sich auch weiterhin auch so verlängert werden, dass man natürlich als Führungskraft, als Unternehmer, als Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Unternehmens dann ein wenig im Blinden segelt, was das Cashflow des Unternehmens angeht. Und mit unserer Applikation, die ich hier vorstelle, wird das dann gelöst werden, wie ich gleich dazu kommen werde. Ja, finanzielle Engpässe werden häufig zu einem existenziellen Problem, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Die ganz große Pleitewelle, die man so erwartet hat, die kann durchaus noch kommen, wenn die Unterstützung des Staates dann irgendwann mal auch ausgehen sollten. Und da hilft auch die Buchhaltungssoftware nicht wirklich viel und die Kontoauszüge aus dem Bank liefern auch nur eine Momentaufnahme. Ich als Unternehmer benötige da noch eine ganze Menge mehr als Instrumentarium. Und diese Lücke, die wird mit Smart Cashflow geschlossen. Das Unternehmen Asteria, mit dem ich hier zusammenarbeite, die auch das entwickelt haben, was ich jetzt hier vorstelle, ist ein junges schwedisches Fintech-Unternehmen mit Leidenschaft für Banking und Technologie. Tech4Fin Deutschland ist ein sehr erfahrenes Beratungsunternehmen mit Fokus auf Spitzentechnologien für Finanzdienstleistungen. Und das hat ja Oliver schon vorhin gesagt, wir arbeiten zusammen mit Tech4Fin in Spanien, mit unseren KI-Produkten und bieten diese natürlich auch im deutschen Markt an. So, Asteria und Tech4Fin bieten messbaren Mehrwert für ihre Kunden. Und das sind jetzt hier, wenn man so will, auf der rechten Seite diese Triade. Auf der einen Seite haben wir das kleine mittelständische Unternehmen, Small Medium Enterprise. Wir haben die Bank und wir haben die Buchhaltungssoftware.
Das heißt, das Unternehmen verfügt ja sicherlich über eine Buchhaltungssoftware und diese liefert uns einen Teil der Daten und die Bank die andere. Diese sammeln wir auf in unserer Applikation, in einer webbasierten Applikation online und das KMU hat dann damit einen sehr guten Überblick, wie sein Cashflow ist. Werden wir gleich sehen. Also, was ist der Vorteil für die KMU? Eine intelligente Cashflow-Vorhersage und damit einen sicheren, schnelleren und einfacheren Zugang zu Kapital, Beispiel über Dispo-Kredite oder Factoring bei der Bank. Für die Banken, Finanzdienstleister, ist es der Zugang zum Finanzierungsmarkt für KMUs. Wir haben es ja vorhin gesehen, 99% der europäischen Unternehmen und zwar zu äußerst niedrigen Vertriebskosten, denn Ihnen muss ich ja nicht erzählen, wenn Sie Geschäfte mit KMUs machen möchten, dann wissen Sie ja, dass das Geschäftsvolumen hier nicht sehr hoch ist und die Vertriebskosten aber dafür mindestens genauso hoch sind wie für andere Unternehmen. Und deshalb lohnt es sich häufig nicht. Also mit Asteria, mit diesem Produkt, was ich Ihnen vorstelle, Smart Cashflow, sinken natürlich die Kosten außerordentlich. Und man hat in der Risikobewertung ein Zahlenmaterial vor Augen in Echtzeit. Also das noch obendrauf. Für die Buchhaltungssoftwareunternehmen, also für cloud-basierte Buchhaltungssoftwareunternehmen, muss man hier sagen, denn das wäre auch eine wichtige Voraussetzung, ist es natürlich die Integration mit einer Supply Chain Finance Plattform. Und natürlich damit auch echten Mehrwertdienste für Ihre Kunden. Ne? Gut, dann gucken wir doch mal, was Smart Cashflow auf einen Blick ist. Das ist die innovative Lösung Smart Cashflow. Sie verwendet Big Data und KI. Also hier kommt wieder unser Background der Technologie im Bereich künstliche Intelligenz und Big Data, sodass die KMU-Unternehmen ihr Cashflow-Management mithilfe von Instrumenten, die noch nicht für diesen Zweck eingesetzt wurden, in der Vergangenheit, jetzt mit uns natürlich, effektiv verbessern können. Also mit SCF, also Smart Cashflow, verknüpfen wir die Buchhaltungssoftware, wir nennen es hier mal ERPs, auf eine optimale Weise mit den Betriebsdaten der Bankkonten, über PSD2, um Echtzeitwissen über den Finanzstatus eines Unternehmens, also des KMUs, der erwartete Cashflow, Probleme und mögliche Maßnahmen zur Linderung oder Vermeidung dieser Probleme in Zukunft bereitzustellen. Das heißt, hier werden wir sehen, wie wird der Cashflow mit unseren Algorithmen, unterstützt durch unsere Algorithmen, womöglich der Cashflow in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten aussehen wird und demnach auch Behandlungsmaßnahmen jetzt schon umzusetzen. Ja, Smart Cashflow verwendet eine User Experience, also UX, die mit keiner auf dem Markt vergleichbar ist, so wie wir es kennen. Und sie liefert auf jeden Fall messbare Ergebnisse. Ja, die Lösung. Man spart natürlich Zeit und Geld. Und zwar sparen Sie Zeit und Geld bei Buchhaltung und Verwaltung mit einem einfachen, dynamischen und klaren Prozess. Es hat eine hervorragende Benutzeroberfläche. Hier sieht man es auf der rechten Seite so ein bisschen als Screenshot. Gleich kommen wir zu einer kleinen Demo. Alle Cashflow-relevanten Daten sieht man auf einen Blick. Und man kann mit dem Tool auch noch Simulationen durchführen. Was wäre, wenn ich sage jetzt mal beispielsweise, ein paar Rechnungen faktoren würde? Wie würde sich dann mein Cashflow in der Zukunft dann ändern? Und dieses hilft natürlich dann mit der Simulation, die ich dann eben auch online machen kann, kann ich dann eben auch bessere Entscheidungen treffen. Und zwar auf Knopfdruck. Zahlreiche Quellen. Ja, wir nehmen natürlich aus den ERPs oder aus der Buchhaltungssoftware und vielleicht müssen wir aus mehreren ERPs, also wir müssen nicht mehrere ERPs überprüfen. Man muss also jetzt als Unternehmer nicht in eine Applikation, eine andere Applikation und noch Bankdaten nochmal gucken, wie sich da verhält und dann versuchen, seinen eigenen Reim draus zu machen, sondern hier wird alles konzentriert, konsolidiert
und mit Hilfe der Algorithmen sogar ein Forecast eben gemacht, ein mit Wahrscheinlichkeiten. Wir reden ja hier von KI und KI basiert ja auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf ganz genauen, kann ja keiner in die Zukunft gucken, sozusagen auch uns unterstützt eben dann auch mit den Daten, die uns zur Verfügung stellen. Das was, wann, wenn Momente, also entdecken Sie die möglichen Ergebnisse von alternativen Entscheidungen, habe ich ja kurz vorhin schon erzählt, und somit verhindert man auch unangenehme Überraschungen darüber, wie das Geschäft sich vielleicht morgen entwickeln könnte und kann heute schon bereits Entscheidungen treffen, um diese unangenehmen Überraschungen zu übergehen. Was ist das KMU-Werteversprechen? Wir haben auf der einen Seite das automatische Cashflow-Prognose mittels den AI- oder KI-Algorithmen. Wir haben Smart Banking und Sofortfinanzierung auf Knopfdruck. Wir gehen also hier schon in die Trends hinein, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, nämlich, dass die Kundenanforderungen immer mehr nach den Anywhere, Anytime, sofort und jetzt und zu jedem Zeitpunkt, egal wo ich bin, arbeiten können. Einfach, Einfachheit steht auch im Vordergrund mit unserer UX, die Fähigkeit, Geschäftsentscheidungen mit Cashflow-Auswirkungen zu verknüpfen. Unseren Robot-Advisor, der Empfehlungen gibt, die man nicht unbedingt nehmen muss oder befolgen muss, aber kann. Und natürlich, dass man Bank und ERP, also Buchhaltungsdaten, an einem Ort zusammen hat und somit natürlich auch insgesamt niedrige Administrationskosten hat in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. So, wenn ich jetzt hier weitergehe. Das machen wir mit dem hier. So, das geht. Ja, es sind natürlich für auch die Bank entscheidende Vorteile, nämlich, ich habe es vorhin ja erwähnt, mit den niedrigen KMU-Akquisitionskosten, die heute ja ein Problem darstellen. Und im gleichen Zeit, im gleichen Moment sind es natürlich auch geringere KMU-Kundenbindungskosten. Auch das will man ja haben, wenn man in einem gesättigten Markt arbeitet mit hohem Wettbewerb, dann will man ja durchaus die guten Kunden ja auch behalten. Jeder weiß, wie teuer es ist, einen neuen Kunden zu akquirieren. Und wenn man ihn dann verliert, dann ist das natürlich, wenn man nicht die entsprechenden Kundenbindungsinstrumente hat, dann ist das natürlich sträflich. Ja, Distribution über mobile Bankschnittstellen sind natürlich hier möglich. Der Kunden- und der Datenverkehr über die Bank-Webseite, das Customer Relationship Management und das Kundenbindungsmanagement und natürlich eine verbesserte und sichere Kundenentwicklung zu niedrigen Kosten. Also ich wiederhole das hier nochmal. Mal sehen, wie ich jetzt weiterkomme. Tech-Überblick, den soll es auch noch geben. Es handelt sich bei unserer Technologie um Open Banking und eine ERP-Aggregation, die unsere Grundlage bilden. Der eingebettete Algorithmus für maschinelles Lernen, also Machine Learning, durchsucht die Daten nach Korrelationen zwischen allen Kundenkäufen und Zahlungen, natürlich auch über Regelmäßigkeiten, die in einem Unternehmensprozess stattfinden, wie zum Beispiel Löhne und Gehälter, Lieferanten mit bestimmten Lieferanten, mit denen man immer arbeitet, bestimmten Kunden, mit denen man immer arbeitet und so weiter und so fort. Und das lernt eben der Algorithmus und stellt sie dann auch demnach als Wahrscheinlichkeiten mit einem gewissen Prozentsatz in die Zukunft. Mit der KI-Komponente kann das System die Cashflow-Übersicht visualisieren und Szenarien verwalten. Es wird verständlicher, vorhersehbarer und verbessert natürlich somit Ertrag und Nachhaltigkeit. Das Ganze läuft auf einer skalierbaren IBM Cloud-Infrastruktur, gebaut als Microservices, Mikrodienste und mit einer Containerstruktur. Alle Prozesse sind kleine, isolierte Einheiten,
Deshalb können auch Aktualisierungen für eine einzelne Funktion durchgeführt werden, ohne andere Teile zu beeinflussen. So ist das ganze System eben halt aufgebaut. Der gesamte Code ist Open Source. Damit sind auch keine proprietäre und Lizenzierungssoftware vorhanden, sodass alles in jeder Umgebung in Clouds oder lokal ausgeführt werden kann. Also das ist dann eben eine Entscheidung, die dann jeder Kunde für sich entscheiden muss. SCF ist derzeit technisch in mehrere webbasierte Buchhaltungstools integriert und natürlich wird es, muss jetzt eigentlich hier stehen, auch in EF Online integriert sein. Also das will ich hier nochmal mitgeben. Wie sieht der Entwicklungsfahrplan aus? Wir haben einen Integrationsfahrplan mit den unterschiedlichen ERPs oder Buchhaltungssoftware. Im Moment sind natürlich noch schwedische Buchhaltungstools hier anvisiert und andere werden kommen. Und in Portugal und in Deutschland, wo wir jetzt in jetzt im Kickoff, was jetzt gerade stattfindet, auch mit entsprechenden Buchhaltungstools dann zusammenarbeiten. Denn wie ich ja vorhin erklärt habe, besteht die Applikation aus den Daten, die aus der Buchhaltung kommen und auf der anderen Seite eben aus den Daten, die aus den Bankauszügen vorhanden sind. Und das ist eben auch das, was eben diese Zusatzdienste machen, neben den Factoring und den mit dem Overdraft oder den Dispos, die bereits implementiert sind, wird es dann auch andere Zusatzdienste geben wie Currency Hedging oder Kreditversicherung und somit das ganze Thema Smart Banking, von dem wir hier am Anfang gesprochen haben, weiter ausdehnen. Die ersten Phasen der geografischen Expansion sehen so aus. Phase 1, Schweden, wo Smart Cashflow bereits seine ersten Kunden hat und auch natürlich sich in den im nordischen Märkten konsolidieren möchte, wachsen möchte. Hier ist ein Business Case über Swedbank und wie wir hier an der kleinen Grafik sehen können, die Anzahl von Neuanmeldungen pro Tag liegt im Moment bei 20. Swedbank verfügt ja über knapp 600.000 gewerbliche Kunden in den Nordics, also in Nordeuropa. 20 Neuanmeldungen pro Tag ist natürlich jetzt nicht der Hit, aber es wächst kontinuierlich. Ziel ist, dass wir auf 100 Neuanmeldungen meine ich jetzt Kunden, gewerbliche Kunden der Bank, der Swedbank in dem Fall, erreichen, um diese dann eben an das Smart Cashflow Tool anzubinden. Also es läuft schon, es sind einige tausend Unternehmen mittlerweile angeschlossen und verwenden diese Applikation und wie wir sehen auch sehr rege. Wir sind natürlich jetzt erst seit einem halben Jahr mit dem Thema unterwegs und lernen natürlich eine ganze Menge, kriegen immer neue KPIs dazu und macht das ganze Thema spannend. Aber es läuft zur vollsten Zufriedenheit des Kunden. Das ist schon mal eine Good News. Ja, in der Phase 2 befinden wir uns jetzt und die Fahrt startet hiermit. Also heute neue Märkte über das Partnernetzwerk, also über uns, über Tech4Fin Deutschland und somit in die Regionen DACH, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Portugal und Spanien wollen wir natürlich Sie als Kunden auch gewinnen, damit auch Ihre Kunden wiederum Smart Cashflow verwenden können und natürlich davon profitieren. Denn profitieren wird jeder davon. Ja, jetzt habe ich vor, eine Demo zu machen und bin gespannt, ob das funktioniert. Das ist ja der Demo-Effekt. Dann hoffentlich nicht. Ich gehe erstmal hier raus. Und werde mal sehen, ob ich jetzt das Bild bekomme. Nichts zeigen möchte. Ja. Warten noch mal 3 Sekunden. Ich hoffe, das ist gleich aufgepoppt. Ja. Okay. Also Sie sollten jetzt
einen Bildschirm sehen. Ich sehe ihn zumindest hier als Test oder als in meinen anderen Bildschirm. Für die von Ihnen, die Schwedisch sprechen, für die Tagskollen. Also es befindet sich jetzt, diese Applikation befindet sich in, bei Swedbank, bei den Företag, das heißt für die gewerblichen Kunden. Und es ist, wie man hier so sieht, eine webbasierte Applikation. Also diese wäre dann integriert in die Webplattform des Online-Bankings, der Bank, und für ihre gewerblichen Kunden zugänglich. Was man hier sieht, ist ein Beispiel eines Unternehmens, das hier so seinen Cashflow hat. So, mal sehen, ob ich mich hier hoch und runter bewegen kann, genau. Und kann hier erkennen, wir befinden uns hier jetzt im Oktober, also wie der Cashflow in den vergangenen Monaten gewesen war, kann sehen, wie der Balance war, und wir sind auch hier positiv. Aber sowas kann sich ja auch ändern. Und wenn ich hier in die Zukunft gucke, dann sieht die Zukunft nicht so gut aus, wie sie vorher war und wie die Situation war, und könnte demnach auch schauen, woran liegt das? Liegt das an steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen, Löhne, Gehälter und so weiter und so fort, vielleicht auch noch neue geplante Anschaffungen, und wie sieht denn mein Forecast für Incoming Payments aus, also für Einnahmen in der Zukunft. Und das sieht man dann auch hier, teilweise auch mit Wahrscheinlichkeiten. Hier steht Probability 35%, also bei More Kierlin und bei anderen hier bei Metz, Pargac und Weissnat eben 98% und so weiter und so fort. Also das sind die, die Algorithmen, die die Wahrscheinlichkeiten berechnen, ob sich denn mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Ereignis eintreten wird. Man kann auch hier direkt selber eingreifen, indem man in das Event einfach reingeht und sagt, naja, das wird vielleicht nicht stattfinden oder vielleicht findet das doch statt, und könnte theoretisch jetzt hier auch an dieser Transaktion oder dieser geplanten eben auch was verändern. Sind dann die Transaktionsdetails dann eben angegeben. Okay. Was für uns hier im Bereich Factoring interessant ist, ist, dass wir, wenn wir hier zum Beispiel eine Entwicklung sehen, die negativ ist, denn hier sehen wir ja die anstehenden Zahlungsströme, Eingänge und Ausgänge, die mit den Wahrscheinlichkeiten angezeigt sind. Da können wir zum Beispiel jetzt hier ein Beispiel mit negativem Cashflow, also hier im Januar sehen wir, und im Februar geht der Cashflow nach unserem Algorithmus zurück. Und da könnten wir ja mal gucken, was wir im Januar in der Zukunft also tun könnten. Ich gehe dann da einfach mal hier drauf. So. Muss ich hier einen Refresh machen. So, also ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Also dann werde ich Sie auch gleich direkt zum Thema Factoring führen, um das Ganze nicht noch länger zu machen. Federico, ich gehe in den November rein und ich suche mir einfach jetzt hier zwei, drei Kunden aus, zwei Rechnungen und mache Factoring. Das ganze System führt mich über eine kleine Anleitung, wie Factoring funktioniert und was man tun sollte als KMU. Man kommt in einen neuen Bildschirm hinein und sieht die Rechnung, die man faktoren möchte, und schickt sie raus. So, damit ist auch
der Factoring-Antrag an die Bank gegangen. Natürlich kennt die Bank den Kunden, natürlich hat die Bank auch mit dem Kunden schon einen Vertrag geschlossen, sodass, wenn er Factoring nutzen würde, das dann auch durchführen kann und sieht auch die Kosten, die damit einhergehen. So, das wäre jetzt so von der Demo-Seite her das, was ich Ihnen zeigen wollte. Und möchte mich eigentlich dann nur noch das Management-Team vorstellen, den Geschäftsführer von Asteria in Schweden, Anders Nordqvist, Fintech-Entrepreneur und meine Wenigkeit, Federico Avian Borgmeier, CEO von TechForFin Deutschland, und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bitten und mich entschuldigen, dass vorhin eben diese kleine Verzögerung eintrat. Der Barcode ist da, falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen. Und wie gesagt, diese Präsentation bekommen Sie ja im Nachgang. And for those of you who speak English, you will receive this presentation in English language as well. Besten Dank.